Selber zusammen. Den Video schauen wir uns den kompakten, viergangfreien Akkuschrauber an. So schaut er aus. Vorne habt ihr schönes Bohrfutter, Wechselbohrfutter. Ohne Bohrfutter ist er 15,5, mit Bohrfutter 21 cm lang, was ich schon lang finde, vor allem für die Leistung. Also ist relativ lang und schmal, was mich irgendwie an die alten Akkuschrauber erinnert. Aber ja, ich würde mal sagen, so, sie erinnert schon an die alten Akkuschrauber, komischerweise. Was gibt es dann zum sagen? Links-Rechts-Verstellung, tadellos, Verarbeitung, fein, typisch, also wirklich sehr super. Länge habe ich gesagt, 21 cm, was wirklich genug lang ist. Was aber ganz fein ist, man kann die Bits dann auch in das lange Bohrfutter stecken. Das funktioniert, ohne dass es reibt. Vierganggetriebe, 2500 im vierten, 1,4 im dritten, 700 im zweiten und 400 im ersten. Ich finde den ersten ein bisschen zu langsam, der zweite ist sehr schön mit 700 Umdrehungen, dritte mit 1,4 ist, würde ich sagen, okay auch. Wenn er mehr Leistung hätte, wäre super, aber der hat die Leistung nicht. Und der vierte mit 2,5 ist sehr, sehr schön, aber ihm fehlt die Leistung, um das auch auszunutzen für größere, längere Schrauben, wo man eben die Umdrehungen vielleicht benutzen könnte. Bei kleineren Schrauben will man das ja nicht unbedingt mit 2.500er 3 cm Schraube versenken. Eben, abnehmbares Bohrfutter. Kupplung funktioniert gut, auch für kleine Schrauben. Und ja, in Deutschland produziert, jetzt gefällt mir mehr extrem. ASCM 18QSW AS ist es. Das ist nochmal die Umdrehungszahl und produziert in Deutschland, was wirklich wunderschön ist. Und ja, eben, also Haptik top. Sonst gibt es eh nicht viel zu sagen. Leistung seht ihr dann eben im Test dann. Ja, schauen wir uns dann noch die Werte an, Drehzahl und so weiter, ob das alles stimmt, schauen wir uns ganz gleich an. Starten wir gleich. Schauen wir uns fein an. Vierundzwanzig Umdrehungen im ersten Gang. Statt 400 ist okay. Definitiv kleiner Unterschied. Sechshundertfünfundachtzig statt 700. Da sind wir drüber. Und da sollten wir 2,5 haben im vierten. Ich denke, dass es weniger sein wird. So, 40. Oder misst es gar nicht? Doch 40. Auch drüber. Komischerweise im vierten und dritten drüber, ersten und zweiten minimal zu niedrig. Aber insgesamt doch sehr genau die Angabe. Schauen wir uns kurz die Lautstärke an. Vierter Gang, 3, 2, 1, go.
So, da schauen wir uns das Gewicht in Gramm an. Also ohne Bohrfutter wiegt er 969 Gramm und mit Bohrfutter grob 1,28 Kilo. Wie man es jetzt zählt, ich meine, man kann ohne Bohrfutter kaum bohren, weil es halt zu viel Spiel hat. Aber man kann eben auch das Bohrfutter abnehmen, was ein Vorteil ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher bei solchen, wie das Gewicht zählen soll. Aber ich zähle es einmal als ohne Bohrfutter, weil man hat ja zwar die Funktion und dann würde ich für Schrauben immer ohne Bohrfutter verwenden. Und ja, also sehr guter, leichter Akkuschrauber ohne Bohrfutter. Wenn man ihn dann mit Bohrfutter anschaut, wie schon gesagt, Lautstärke, wir sehen können, sie ist relativ positiv. Das gefällt mir wirklich gut, weil 86 dB ist nicht allzu laut, ist auch nicht sehr leise, aber die Tonart ist sehr angenehm, er klingt relativ angenehm und ich finde es super, wenn der angenehm klingt, weil es gibt wirklich Akkuschrauben, die klingen viel schlechter und sind etwas leiser, aber das kann man auch also ohne Gehörschutz verwenden, das stört nicht. Wir haben ein Drehmoment von groben 28 Newtonmeter im ersten Gang, 19 sind es im zweiten, 9,6 im dritten und ungefähr 4 im vierten bei 2.500 Umdrehungen. Ja, es ist nicht der stärkste Akkuschrauber, definitiv nicht. 400 im ersten ist ganz gut, dass man 28 Newtonmeter hat für die Größe, vor allem wenn man ohne Bohrfutter zählt. Aber ich finde, das ist wirklich kein Wunder an Kraft, aber es ist definitiv sehr gut, weil wenn man den zweiten Gang verwendet, ist man relativ schnell und ja, das gefällt mir gut, aber natürlich wird es auch langsamer. Wenn die Motorleistung fehlt, dann fallen die Drehzahlen ab. Das sieht man bei manchen Schrauben. Aber trotzdem sehr schönes Drehmoment. Also für den Preis vielleicht re relativ schlecht, aber für die Größe und für das, was es ist, eigentlich ganz gut. Mit groben 27 Sekunden schlägt es sich ganz gut, muss ich sagen. Für den Preis natürlich relativ schlecht ist, also das ist klar, aber für das, was er ist, ist er eigentlich ganz gut, relativ kompakt, relativ stark. Also ich finde, das ist wirklich ein relativ guter Akkuschrauber, aber ein bisschen überteuert, muss ich schon ehrlich sagen. Aber schauen wir uns dann, also auf jeden Fall viel besser wie die anderen, aber ich meine, ein bisschen überteuert ist er schon. Aber gar nicht so schlechte Zeit für die Größe, oder gute Zeit eigentlich, aber relativ schlechte für den Preis. So, da haben wir das. Also zum Preis, zum Fazit. Ich finde das sehr guter Akkuschrauber, Verarbeitung sehr schön. Vierganggetriebe ist praktisch, vor allem mit dem vierten Gang kann man im Holz nicht viel machen, weil das Drehmoment relativ wenig. Aber ich würde mal sagen, Metallbohren, da wird es relativ gut funktionieren. Bei kleineren Bohrern ist man halt schneller als mit den meisten. Sonst ist es gut, dass man auch einen dritten Gang hat. Ich finde ein bisschen zu langsam. Also ich finde 1,7, 1,8 wäre besser gewesen, dafür ein bisschen weniger Drehmoment. Aber das andere Sache, 700 ist eine super Drehzahl im zweiten, 400 ist ein bisschen zu wenig im ersten, aber man will ja eben die Unterschiede haben. Aber ja, definitiv ein sehr schönes Gerät, aber für 230 € gibt es definitiv viel bessere Optionen. Und ja, das ist halt meine Meinung, aber wer im Fein, wer den verwenden will, wer das nutzen will, der kann es natürlich machen, wenn Bosch-System ist. Bedanke mich fürs Schauen, alle Akkuschrauben sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich euch genau unterstützen. Vielen Dank für jeden, der es macht. Vielen Dank für jeden, der schaut. Kommentar da lässt, Abo, Daumen nach oben oder teilt. Danke, Servus und ciao.